Oho, vielen Dank. Jetzt kannst du sogar mal helfen. Wie bemerkenswert. Diesmal will ich, dass du mir das da bringst. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rune Factory Frontier. Und diese Intros sind immer wieder sehr interessant, wenn ich euch direkt mit irgendwas vollquatsche, wo gar keiner weiß, worum es so richtig geht. Also eigentlich wie immer. Ja, wenn man ganz ehrlich ist, hat sich daran nichts verändert zu dem, wie ich normalerweise meine Folgen gestalte. Und schön den Reis schneiden, um Onigiri zu machen. So, Reisbällchen haben wir genug. Tintenfische haben wir. Okay, wir schauen mal, dass wir heute wieder einmal einen sehr fleißigen Tag erleben. Und wenn du dich auch zur Diskussion äußern möchtest, was wir früher brauchen, Küche, Schmiede, Stall oder Alchemielabor, dann bist du herzlichst eingeladen, dich in den Kommentaren dazu zu äußern. Wir hatten das jetzt mal, eine Antwort habe ich dazu schon. Und das hieß, wir sollen zuerst die, also die brauchen wir gar nicht machen. Wir sollen zuerst die Schmiede machen, meine ich. Ja, ich glaube schon. Damit wir halt bessere Sachen machen können. Ich glaube, so war es. Wenn ich mich jetzt vertue, dann ist es so. Auf jeden Fall haben wir schon eine Meinung dazu. Hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Aber es sollte richtig sein. Ist immer nur so lange her. Und der Sommer endet auch bald. Da bin ich relativ froh drum. Ja, der Sommer. Der Frühling. Der Sommer fängt langsam an. Denn dann... Denn worauf ich hinaus wollte, ist dann... Oh, hallo. Dann haben wir bald alle Damen, die wir kennengelernt haben. Guten Morgen. Ich sollte mir die Schneegras bringen. Ja, ich weiß. Da ist ein Brief an dich adressiert. Den hätte ich gern. Danke. Mit grünem Siegel. Hast du irgendetwas herausgefunden, Ustra? Hast du etwas über meinen Bruder herausgefunden? Auch wenn es nur die... Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, bitte gib mir sofort Bescheid. Uzuki. Ja, leider habe ich gar nichts rausgefunden. This is such a nice place. It's quiet and peaceful. Maybe I should move here. Just kidding. Ja, du willst nicht hier hinziehen. Ja, hier, ich begieße dich mit meiner Gießkanne. Vor lauter Frust, dass ich nicht mal schnuckelige, schöne Post kriege. Möchte mir nicht jemand eine Postkarte schicken? Briefe sind eh voll out. In der alten Stadt, wo ich vorher gewohnt habe. Mit ihm hier. Da gab es wenigstens E-Mails. Vielleicht. Vielleicht gab es da WLAN. Aber hier auf dem Land. Hier gibt's nichts. Außer Farmarbeit. Monster bekämpfen. Diesen gruseligen Scheiß. Wieso? Frage ich mich. Wieso lasse ich das über mich ergehen? Na, dann wollen wir mal gucken. Nach der kleinen Jammerei. Dass wir alle Tiere glücklich machen können. Wer dazu Tipps hat, auch mehr damit, denn die haben alle nur ein Herzchen oder so. Das ist relativ wenig, ich weiß. Mit rausnehmen bringt. Aber ich kann sie auch nicht immer mit nach draußen nehmen. Gerade die, die arbeiten, kann ich nicht mitnehmen, weil sonst brechen die einen Tag die Arbeit ab. Und das dulde ich hier nicht! Hier wird durchgearbeitet, jeden Tag! Mal ein bisschen die, vielleicht den Ton ein bisschen leiser machen. Es brüllt mich schon wieder so an, das Game. Okay. Hallo, Luft. Schön, dass es dich gibt. Ich werde dich gut behandeln. Und dann will ich dich einatmen. So. Ihr seid alle versorgt. Vielleicht gibt es auch wieder lecker Scheiß. Wie Wolle und Eier und Milch. Eine Honigbiene fehlt noch. Und eine Truhe fehlt noch. Ich glaube, dann sind das alles... Alle Sachen haben wir dann, die... Ertrag bringen von den Tieren. Oder von den Monstern. Gesundheit. Aber da brauchen wir erstmal einen größeren Stall für. Und der ist im Moment voll. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Und alle Namen, die ihr jetzt noch genannt habt, die ich mir alle aufgeschrieben habe auch, die werden natürlich kommen. Aber sind auch manchmal Monster dabei oder sind ein paar Monster dabei, die kriege ich erst mit Level 40, 50. Das dauert eh noch seine Zeit. Gesundheit. Und wir können ja zum Beispiel auch bei der Walinsel noch nicht hinter das Tor laufen. Wo es dann unter anderem stärkere Monster geben würde. So, das haben wir. Was machen wir dann als nächstes? Wir können ein bisschen angeln. Klar. Jeden Tag frischen Fisch.
Ah, oh, schade. Direkt Angel reingeworfen. Direkt. Einer eine Angel. Paradiso. Fischparadiso. Da ist eigentlich gar kein Wasser drin im Fluss. Da ist einfach nur Fische. Und da fließt einfach Wasser drüber. Und die Fische können sich nicht bewegen, weil es so viele sind. Dass man sofort einen Fisch an der Angel hat, ist echt übel. Obwohl, soll ja auch, soll es vielleicht auch geben. Weiß ich nicht. Kann ich mir vorstellen, dass es so große Fischbestände gibt, dass sie einfach, oder vielleicht so ausgehungerte. Das habe ich zum Beispiel mal gesehen, da habe ich mal als Vermesser gearbeitet an so einem Teich. Nur mal eben so nebenbei, um die Angelgeschichte abzuschließen. Da habe ich, oder da konnte ich dann beobachten, ich durfte natürlich nicht angeln, ich muss arbeiten, aber da konnte ich dann beobachten, wie das genau funktioniert. Das ist einfach so ein Angelteich, da kann man sich dann anmelden, da kann man sich dann alles leihen, was man braucht zum Angeln. Da kann man sich sogar einen Fisch aussuchen, den man angeln möchte. Dann wird der durch ein Röhrensystem in diesen See gelassen. Und dann kann man da drauf angeln. Ohne Scheiß. Und dann sind die halt, ich sag jetzt mal, dann beißen die auch auf die Köder, weil die halt dann auch Hunger haben. Hört sich ein bisschen makaber an, ist aber wie jeder ich glaube, wie jeder Sport, in dem man Fische, oder Fische auch, aber auch Tiere fängt, in irgendeiner Weise, die man dann vielleicht hinterher auch essen möchte, immer ein bisschen makaber ist. Das kommt man leider nicht drum rum, um das Thema, wenn man Tiere essen möchte, muss man auch Tiere leider schlachten. So ist es. Muss sich jeder mit abfinden, leider. Aber das fällt mir jetzt nur gerade so ein. Und da war es wirklich extrem. Da haben manche Leute sich dann da 50 Fische reinsitzen lassen, weil die mal den ganzen Tag Zeit hatten. Und das hat ganz gut geklappt. Da konnte man neben der Arbeit immer mal wieder jemanden beobachten, der dann Fisch rauszieht. Ganz anders an einem Kanal habe ich das auch mal gesehen. Da war ich jetzt mit Mio mal im Urlaub. Im Sommer. Also vor 2, 3 Monaten. Da saß einer, da sind wir zweimal am Tag lang gelaufen. Der hatte nicht einen. Einmal, glaube ich, so mittags rum und einmal so abends rum. Sein Eimer war immer noch genauso leer wie vorher. Der hat nicht einen Fisch gefangen. In, weiß ich nicht, 6 Stunden oder so. Da, oh, ne? Das ist ja entspannt bestimmt, aber das. Also ein bisschen Lohn oder so ein bisschen Adrenalin oder was das immer ist. Jagdfieber sollte man schon haben. Hier fehlen natürlich, wie immer, Gras-Runis. Hier gehen mir alle Runis bald in den Sack. Da muss ich mir unbedingt Wasser-Runis von hier holen. Wow. Von hier holen und überall überhaupt. Weil, und Gras muss ich auch holen. Das fand ich schon interessant. Das würde mich voll frustrieren. Da würde ich, knock knock. Oh, wir dürfen klopfen, geil. Herein. Ja, das ist nämlich das coole Feature, was ich letztes Mal angesprochen habe, was noch nie funktionierte bis jetzt. Aber, nice weather. Ja, danke. I sometimes talk to Selfie at the library. Ah, okay. She's annoying sometimes, because she keeps asking to borrow Grandpa's books. Hm. Okay, aber du gibst hier keine Bücher von Großvater. Nehme ich einfach mal aus deiner Reaktion. Ich habe einen Lampentintenfisch für dich. Bitte schön. Jetzt ganz selten bestimmt. Vielen Dank. Ein Geburtstagsgeschenk. Lampentintenfisch mag ich sehr. 26. Frühling. Ich glaube, das stand aber auch so in den Kommentaren. Danke nochmal dafür. Das Wetter ist herrlich. Was möchtest du? Ich bin froh, dass du mich eingeladen hast zu deinem Geburtstag, besser gesagt reingebeten hast. Und da gucken wir nochmal gleich, was das Ganze jetzt. Ne, ich glaube, die Mädels waren in die andere Richtung, egal. Also man braucht 3 Freundschaftspunkte, ich denke mal. Jetzt haben wir auch 2 Herzchen, gerade am Anfang. Ich gehe nochmal gucken, vielleicht sagt sie nochmal was anderes, das wäre natürlich schön. Es gibt hier nicht viel Interessantes, okay. Wahrscheinlich Meister. Nein, das war was anderes. Was? Okay, ich glaube, das war das mit Selfie einfach. Naja, gut. Wir schauen mal. Vielleicht gibt es auch nicht die nächsten Tage noch was anderes zu quatschen. Und das finde ich einfach so extrem frustrierend. Da war ich gerade. Ich würde das nicht machen, da er 6 Stunden rumsitzt und ich ein Fischchen beißt oder so. Oh. Ich meine, klar, man ist für sich und keiner nervt dich oder so, aber. Kotz! Alles andere lasse ich, glaube ich, wieder frei. Ich brauche nur Wasser- und Gras-Runis. Vor allen Dingen Wasser-Runis müssen hier weg. 60 Stück gibt es hier. Da könnte man sich die ein oder anderen Wasser-Runis sicherlich... Das war ein guter Fang. Das waren, glaube ich, nämlich nur die Wasserdinger. Jawohl. Mal eben mitnehmen. Aber hier geht echt alles ins Netz. Was zur Hölle? Viel Zeug. Ich war nur ganz früher mal angeln.
Mein Onkel hat Fischteiche, das weiß ich. Da war ich mal, als Kind. Aber so richtig hat mir das... Klar, als Kind ist das natürlich aufregend. Aber wenn ich jetzt daran denke... Dann ist es nicht mehr so aufregend. Außer die beißen so wie hier bei Rune Factory. Dann geht's. Aber genug von dem Fischthema. Mann, habe ich mich da reingequatscht. Warum auch immer. Aber jetzt gehen wir erstmal... Boah, so viele Runes auf einen Haufen. Jetzt gehen wir erstmal die ganzen Mädels ab. Die wollen sicherlich ein paar Geschenke abstauben. Ob die den Geburtstagsfeier schmeißt? Aber ich glaube, die Cinema ist nicht so. Jetzt habe ich aber mehr als genug Runes. 28 Wasser, ja, da lasse ich auf jeden Fall wieder welche frei. Nehme ich mal so, weiß ich nicht, 16 Stück. Wow, viel Wasser. Denkt mit euch, könnt alle wieder gehen, wiedersehen. Die neuen Baumrunis können auch gehen, bitte. Und hier lasse ich auch mal wieder 6 frei. Einfach, weil ich es kann. So, bitteschön. Dann haben wir diese Rooney-Sache schon mal wieder heute für heute rum. Und wir können uns um wichtige Dinge kümmern. Wie zum Beispiel Geschenke an die ganzen Schnipsen verteilen. Ich habe jetzt auch Schnipsel komischerweise in den Kommentaren gelesen. Ich habe mich eigentlich drüber gefreut. Ja, das weiß ich alles. Das ist okay. Alles okay. So, das hatte ich jetzt letztes Mal von euch in den Kommentaren gelesen, dass es auch verwendet wurde, das Wort Schnipse. Und ich musste mich... Ich habe mich auf der einen Seite extrem gefreut, dass meine sehr komische Wortwahl übernommen wurde. Ja, das weiß ich auch. Das fand ich sehr schmeichelhaft, hab mich sehr darüber gefreut. Auf der anderen Seite, glaube ich, bin ich jetzt in der Pflicht, das Wort Schnipsen noch so ein bisschen besser zu erklären. Ich versuch's jetzt im Moment mit einer einfachen Erklärung. Und zwar, ist es... Ich meine, ihr kennt ja bestimmt eine Truse. Oder das Wort Truse, das gibt's ja, oder das sagt man hier in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin. Öfter mal. Oder das sagt man ab und zu mal, sagen wir es lieber so. Zur Damenwelt, wenn die so ein bisschen verpeilt sind und nicht so richtig wissen, was gerade Phase ist. Und ich denke mal, eine Schnipse ist im virtuellen Leben jemanden, den man sich mal anlachen kann. Nur virtuell gesehen natürlich, müssen wir uns beschränken. Und zum Beispiel Yu Ozuki ist eine Schnipse, weil ich könnte sie theoretisch daten und ich gebe ihr Geschenke und dafür kriege ich ein Lächeln. Und eventuell, ja gut, hier kriegt man vielleicht eine Heirat und Kinder. Oh, okay. Dann sag mir was Nices. Use the same water you washed rice with on the dishes. It can make them shiny. Okay. Dankeschön, dass ich jetzt Kochtipps kriege von dir. Ich gebe dir mal die Moondrop Seed. Ich glaube, die magst du ganz gerne. Gerne, gerne, Onis. Ich mag das, wenn die sich freut. Die sind immer so süß dann. Ja, und halt eine Schnipse ist... Ich weiß nicht, ist sie halt jemand, den man virtuell begehren kann. Ja, wer jetzt zum Beispiel mal gesehen hat, was es alles für Games gibt. Sakura, Clicker oder so ein Blödsinn. Wo man sich dann auch mit leicht bekleideten Anime-Frauen vergnügen kann. Dann weiß jeder, was eine Schnipse ist, glaube ich. Ja, ich habe das falsche Geschenk genommen, aber ist nicht so schlimm. Guten Morgen. Das wissen wir alle schon, Was du gerne magst, Rosetta. Den Samen, den ich verkaufe, kannst du auf den Feldern anpflanzen. Gut. Alles klar. Okay, und den Samen, den ich verkaufe, ne? Den benutzen manche Leute zu Forschungszwecken, was? Okay, haben wir uns mal ordentlicher Samen-Talk. Schön, das... Ich weiß nicht, was ich heute für einen Scheiß quatsche. Oh Gott. Ja, aber egal. So ist es halt. Man muss die Schnipsen halt beeindrucken. Und das wird, glaube ich, meinen Wortschatz ganz neu prägen, dieses Wort. Was können wir tun? Wir können theoretisch... Ne, Sommersaat habt ihr ja noch zu voten in der Videobeschreibung. Wer es noch nicht getan hat, kostenlos ohne Anmeldung den Strawpo-Link anklicken. Bitte nur in der Videobeschreibung. Ihr wisst ja, manchmal gibt es so komische Links auch in den Kommentaren. Das ist ganz oft sind das ja, Betrugsversuche oder irgendwelche Viren und das wollen wir nicht. Das möchte ich nicht, deswegen achtet immer drauf, auf was ihr klickt unter den Videos. Nur nochmal als Erinnerung. Was können wir tun? Wir haben alles
gestriegelt und gestreichelt. Wir haben da die Erdbeeren. Wir waren theoretisch bei jeder Schnipse, die ich heute so zumindest antreffen möchte. Das heißt, wir können uns wieder Sera schnappen und eventuell in die Lava-Ruinen gehen. Ich überlege gerade echt noch. Achso, nach Melody müssen wir noch. Das machen wir aber dann zu einem anderen Zeitpunkt. So, komm mit. Du bist bezaubernd. Auf jeden Fall. Deswegen musst du mich jetzt auch auf deinem Rücken tragen und an einen Ort bringen, wo wir uns ein bisschen mit bösen Viechern kloppen können. Die hoffentlich nicht den schlechtesten Tag heute haben und mich nicht gleich platt machen. Wir könnten uns doch Kirschen besorgen vorher. Das wäre noch so eine Idee, die ich habe, denn bald ist die Jahreszeit rum und dann gibt es keine Kirsche mehr an den Kirschbäumen, denn dann sind das auf magische Weise, was sind das denn für Bäume? Apfelbäume, glaube ich, oder irgendwas anderes. Zumindest andere Bäume. Und da könnten wir noch ein paar Kirschen uns anlächeln. So, guck mal her, Hammermann. Hammermann, Hammer, Hammer! Gib mir all deinen leckeren Scheiß. Gib mir all deinen leckeren Scheiß. Gib mir deinen leckeren Scheißbaum. Ich will den haben, ich will den verkaufen. Ich will den süßen Schnipsen schenken. Und manchmal will ich es auch selber essen, wenn ich keine Ausdauer mehr habe. Das finde ich blöd, dass man hier jede einzelne Kirsche aufheben muss. Aber zum Glück spiele ich es mit dem Wii-Controller und nicht mit den Nunchucks, weil das habe ich gar nicht gemocht. Deswegen habe ich mir extra einen Controller besorgt. Für Rune Factory. Da hängt doch noch eine Kirsche im Baum. Du kannst dich nicht verstecken, Kirsche, komm hier zu mir. Okay, alles klar. Super, gut gemacht. So, jetzt hast du was gelernt. So macht man... Haben wir genug? Haben wir denn genug davon? Ne, ich kann nicht ins Inventar gehen. Dann habe ich wohl genug. Ein paar Tage sind ja auch noch da. Wir können auch auf Sera sitzen bleiben und selber kämpfen vom Pferd aus. Oder hier vom Wolf aus. Okay, das ist dieser... Das ist dieser Hieb, das ist dieser Hieb. Das machen wir mal. Ich glaube, das kostet uns nämlich... Boah, das kostet uns nämlich keine... RP. Bomben. Und wir können trotzdem ein bisschen trainieren. Oh Gott. Fruchtsaft oder so Blödsinn. Orangensaft. Voll meins. Mit Strohhalm gleich schon. Wie schön. Den möchte ich gerne haben. Den Flammenschwertsäbel. Ist das blaues Kraut? Blaukraut. Blaugras. Okay. Vorsicht mit der Lava. Ich will ja nicht... Ich will ja nicht meckern, aber du könntest dir helfen. Und den kleinen Elefanten hier. Oh Gott, das ist so... Ich mach schon. Meine Güte. Hier muss man alles selber machen. Aber ist ja nicht schlimm. Hier gibt es Erz. Vielleicht fliegt das in die Luft. Vorsicht, weg da, Sera. Kupfer. Okay, nehme ich mit. Altmetall. Ah, nehme ich mal mit. Currypulver. Wir kriegen geilen Scheiß. Zumindest um ein paar neue Sachen zu kochen, ohne Geld, ohne viel Geld auszugeben. Auch wieder eine Kochsache. Na gut, macht ja Sinn in einem heißen Ort. Denke ich auch immer ans Kochen, wenn ich in der, selbst wenn ich heiß dusche, denke ich daran, leckere Gerichte zu machen. Heißes Wasser erinnert mich immer an Nudeln machen. Oh ja. Was? Nein. Oh, hier geht's nicht weiter. Schade. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Bin ich heute verwirrt? Oh ja. Woran liegt's? Ich hab keine Ahnung. Vorsicht, Bombe. Sehr gut gemacht. Wird mir das eigentlich angezeigt, wenn, wenn der Wolf levelt? Vielleicht. Wir gehen einfach mal weiter. Skill up. Sehr gut. Ist er kaputt, der Truhenmann? Oh, ein Amethyst. Boah, cool. Alles meins. Den Glitzer-Scheiß. Gleich in die Tasche damit. Kupfer. Meins. Und was haben wir noch?
Na, das ist zuhauen. Ich möchte dich zuhauen. Ich möchte gerne gucken, was abgeht. Rotgras. Das heißt, in den Truhen kann auch Kräuter oder Gras sein. Eventuell finden wir da Schneegras. Sera? Nicht jetzt irgendwo abkacken. Schon gut. Schon gut. Ich wollte eigentlich dir ein bisschen helfen, mit den Viechern umzugehen. Das ist Qualitätskleidung. Sehr gut. Nehme ich gerne mit. Und ich glaube, Sera, du hast ausgedient. Nicht, dass du wieder auf die Füße kriegst. Das möchte ich nicht. Ah, geh besser nach Hus. Geh nach Hus. Geh. Nee, nee. Das ist nicht nach Hus gehen. Geh nach Hus. Hier wird's auch ziemlich warm. Geh besser. Besser wir dann uns gleich wieder im Dreck liegen. Und ich gehe mal noch ein Stück weiter. Weiter als hier sind wir ja letztes Mal nicht gekommen. Blaues Gras, rotes Gras. Der Ente tanzt! Warum? Okay. Kamikaze-Ente! Hilfe. Nein! Gehen Sie bitte weg! Okay. Okay. F1! 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 Böse Viecher, die viel Schaden machen. Was zur Hölle ist hier los? Oh mein Gott, der wirft seine Fäuste durch den ganzen Raum. Was ist denn hier los? Aber hier ist doch ein Riesenfeld, wa? Wow, das gefällt mir. Aber auch nicht das Gras, was ich brauche. Trotzdem ist es hier interessant. Oh, ah ja, das Treppenhaus. Sehr schön. Aber ich glaube... Oh nein, nicht schon wieder so ein Typ! Das... Ende, aus, es ist genug. Man sollte wissen, wann man aufhören sollte. Die Tür haben wir ja aufgeschlossen. Das heißt, wir können jetzt hier ins dritte? Nee, zweite Geschoss war das erst, wa? Uiuiuiuiuiui. Da ist noch einiges. Da ist noch einiges zu machen. Wir können jetzt noch ein bisschen Kirschen holen. Dann uns nochmal nach Melody aufschwingen. Vielleicht hat sie auch was Neues zu erzählen von ihrem Zauberertraining. Weil das ist jetzt auch mal ein größeres Thema. So, hier gibt es viele Baumrunis. Das ist schön. Vielleicht auch die letzten Baumrunis, wer weiß das schon. Apropos Runis, ja, gut, dass ich mich fast hier erinnern lasse vom Spiel. Das wäre mir gar nicht mehr aufgefallen. Wir müssen da die Grasrunis noch in das eine Gebiet schmeißen. Sonst haben wir ein Riesenproblem. Oh Gott. Nein, 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 nein. Wenn hier nur die einzelnen Kirschen vom Baum fallen, dann möchte ich das nicht an 10 Bäumen machen. Das ist nicht mein Stil. Vielen Dank. Auch das Aufheben ist... Ja, wir können hier nochmal mit Schmackes vielleicht. Ja, es geht auf jeden Fall schneller, dass es vom Baum fällt. Das ist schon mal viel wert. Okay. Hier noch vielleicht den hier. Ah, 3 Stück pro Schlag ist schon ein bisschen besser. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt nach Hause gehen. Runis verteilen und 5 gerade sein lassen für diesen Tag. Baden gehe ich natürlich noch. Ohne ein schönes, kühles Bad am Abend fühlt man sich auch nicht wohl. Obwohl ich nur eine Dusche habe. Ja, erstmal brauchen wir folgende Runis. Und die müssen hier hin. Jawohl. Und ganz viele Wasser-Runis tue ich mal. Ich glaube, ich tue jetzt auch Stein-Runis dahin, wo die Tau wohnt. Aus dem Grund, der folgt, nämlich dieser welcher wäre. Dann können sich die Wasser-Runis davon ernähren. Ist ja auch keine schlechte Idee. Vielleicht. Weil hier gehen mir ganz schön die Runis aus. Die Wasser-Runis sind immer derbe am Sterben. Und es kommen sehr wenig... gar keine Gras-Runis mehr nach. Und deswegen packe ich jetzt hier einfach mal
wohlwollend 10 Steine dazu und hoffe, dass die Wasserrunis ernähren, diese sich vermehren und dadurch wieder mehr Grasrunis entstehen? Fragezeichen, wie man mir wahrscheinlich anmerkt. Ich hoffe es. Selber laufen ist so anstrengend. Ich hasse das. Ich will nicht immer selber laufen. Außerdem möchte ich gerne so eine Runenstation bei mir zu Hause haben. Das ist das Einzige, was ich wirklich gerne als wirklichen Verbesserungsvorschlag habe für dieses Spiel. Man sollte das irgendwie zugänglicher machen, weil es ist arg blöd, immer wieder hier in den Turm zu laufen, um diese Aktion auszuführen. Hi. Evening. Abend. Wie waren die Monster in der grünen Ruine? Ja, die waren monströs. Vielleicht. Die Runis sind hoffentlich grün in zwei Stellen. Hier könnte man auch wieder Wasser wegnehmen. Und Steine. Wasser und Steine. Okay. Naja. Wegnehmen könnte ich überall ein bisschen. Wir haben ja einen relativ guten Monat gemacht, was die Runis angeht. Und in den ersten paar Tagen des Monats war es doch, glaube ich, so, dass die sich nicht gegenseitig fressen. Da haben die so einen 7-Tage-Nicht-Fresspakt. Der kommt mir auch zugute. Weil wir sicherlich sonst viele Runis noch verlieren werden. Und sich so das alles und sich das so langsam regenerieren kann. In den Orten, wo es jetzt ein bisschen weniger war. So. Hallo, Melody. Ach, Genesha. Hi. Good evening. Abend. In den Ferien findest du täglich einen Händler namens Loot auf dem Platz. Er verkauft dort Waren. Okay, das habe ich. Ich habe da schon eine Schmiede, Genesha. Good evening. Moin, Melody. Welcome. Is there anything you don't like to eat? Oh. I hate mayonnaise. Just looking at it sends a shiver down my spine. So don't ever give it to me. Okay, ist fair. Ich glaube, manchmal ist es unhöflich zu sagen, was man nicht mag, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, das zu wissen. Thanks. So, wenn ich am Tisch sitze, irgendwo zu Gast, und ich sage, oh, ich mag das nicht, ich glaube, das ist sehr unhöflich. Aber ich glaube, auf der anderen Seite, jemanden wissen zu lassen, was man nicht mag, jetzt zum Beispiel wie in dieser Sache, wo ich jetzt nicht gerade vielleicht ein Glas Mayonnaise in der Hand habe, dann ist es in Ordnung. So, ach, der Marco ist auch da. Die ganze Familie Schmied ist da. Gibt es was zu hören deswegen? Oh, es gibt was zu hören. Von wem, ist die Frage. There's nothing to be embarrassed about. Jump in. Okay. What do you say? I'm grown up now. I'm not going into the women's bath. Not with you anyway. Ach so. Then is there some girl that you want to take a bath with? Oh. Not with that stupid candy. Oh, Candy's dumb. Oh. I didn't say anything about candy. You tricked me. I'll get you back. Ja, der Junge geht einfach nicht mehr mit seiner Mama ins Bad. Das ist ja auch peinlich. Das will er nicht mehr. Aber mit Candy wird er, da wird er mal die Wanne teilen. Guten Abend. Angeblich gibt es hinter der Kirche ein, ja, das weiß ich. Das ist eine Abmachung zwischen Männern. Und du möchtest Saft haben, habe ich gehört. Du kleiner, schnuckliger Nolan. Gucken, freust du dich darüber? Hier, bitteschön. I don't know what to do with it. Schlagt es durch kaputt, Junge! Nein, es hieß Erdbeerenmarke. Das probiert, dann probiere ich das mal mit den Erdbeeren. This strawberry looks delicious. Oh mein Gott, delicious! Und warum freut sich denn die Katze? Namt. Ein schöner Ort, ja, das stimmt. Wir gehen nochmal nach der Lara. Die hat ja auch normalerweise immer Bedürfnisse. Ich gebe dir mal ein Stück Fokoschoki. Schoki für dich. Bitteschön. Thank you. Gerne. Huh. Good evening. Guten Abend. Wenn dich ein Monster niederschlägt. Das weiß ich doch schon alles, aber wir werden irgendwie keine Freunde. Kann das sein? Komm schon, Lara. Ich mag deine beiden Affenzöpfe vorne. Have a
Having adventures is good and everything, but please be careful. Staying healthy is the greatest blessing. Ist ja gut. Ja, so richtig werde ich nicht warm mit der Lara. Ist dann eher dann doch die... Dann greift eher wieder die Bezeichnung Truse anstatt Schnipse. Weil so richtig... Was mit der Schnipsen und... Weiß ich nicht. Wegschnipsen vielleicht. Aber das ist auch schon alles. Die wird einfach nicht warm. Irgendwie, pass auf deine Gesundheit auf. Wenn du im Dorf was Gutes tun willst, dann sei gut. Dankeschön. Ja. Und ich sag zu Stella immer, ich möchte mir die Predigten nicht anhören. Die rafft's nicht. Naja, gut. Für diese Folge war es das hier von Rune Factory Frontier. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass einen Daumen, der unterstützt damit das Projekt und natürlich auch den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.